Die letzten 6 Monate waren sehr schwierig für die skandinavischen Königshäuser, insbesondere für das dänische Königspaar, König Frederik und Königin Mary. Die Situation hat sich durch zahlreiche Zwischenfälle verschärft, darunter öffentliche Zusammenstöße, misslungene Besuche und öffentliche Kritik. Der jüngste Zwischenfall bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung in der Normandie, bei dem Frederik ohne Mary erschien, löste eine Welle von Spekulationen und Medieninteresse aus. Verschärft wurde die Situation durch die Äußerungen von Transparency International über den Mangel an Transparenz bei König Friedrichs Besuch in Madrid, was zu weiterer Kritik führte. Der Besuch, der nicht im Voraus angekündigt wurde, warf Verdächtigungen und Fragen über seinen Zweck und seine Kosten auf. Transparency International äußerte sich besorgt über den Mangel an Rechenschaftspflicht und Transparenz bei den Handlungen des Königs, was die Unzufriedenheit der Bürger weiter anheizte. Zu allem Überfluss drohte die geplante Reise des Königspaares auf die Färöer Inseln wegen eines Arbeiterstreiks abgesagt zu werden. Vor 3 Wochen traten die Arbeitnehmer auf den Färöern in den Streik, weil sie sich mit ihren Arbeitgebern nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen konnten. Dies führte zu leeren Supermarktregalen, Benzinknappheit und überquellenden Mülleimern und schuf eine Atmosphäre der Unsicherheit und des Chaos. Obwohl auf der offiziellen Website des dänischen Königshauses immer noch steht, dass der Besuch vom 12. bis 14. Juni stattfinden wird, hat die örtliche Regierung davor gewarnt, dass sich der Streik 3 bis 4 Wochen hinziehen könnte, was die Reise wahrscheinlich verzögern und die Pläne des Königspaares ändern würde. Obwohl König Frederik eine kräftige Gehaltserhöhung erhalten hat, die das Budget der königlichen Familie auf 19,5 Millionen Euro pro Jahr erhöht, stößt diese Entscheidung bei den Dänen nicht auf Zustimmung. Die Ergebnisse einer von einem dänischen Fernsehsender durchgeführten Umfrage zeigen, dass die öffentliche Meinung weiterhin negativ ist. Die Erhöhung des Budgets geht einher mit einer deutlichen Verringerung der Zahl der königlichen Schirmherrschaften von 258 auf 140. Mit dem königlichen Mäzenatentum sollen verschiedene Zwecke, Vereine oder karitative Organisationen unterstützt werden. Die Verringerung des Mäzenatentums hat zu Unmut in der Bevölkerung geführt, da es bedeutet, dass die königliche Familie weniger Geld für wohltätige Zwecke ausgibt, aber mehr einnimmt. Zum Vergleich: Als Friedrichs Mutter, Königin Margrethe, auf dem Thron saß, hatte sie deutlich mehr Schirmherrschaften, 81. Und König Karl von England hatte nicht weniger als 669. Dänische Königsexperten sind sich einig, dass diese Entscheidung überraschend ist und viele Fragen aufwirft. So sieht sich das Königspaar trotz seiner Bemühungen zunehmender Kritik und Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit ausgesetzt. Unter den gegenwärtigen Umständen werden sie nicht nur mit äußeren Herausforderungen fertig werden müssen, sondern auch das Vertrauen ihrer Untertanen zurückgewinnen. Die Zeit wird zeigen, ob es Friedrich und Maria gelingen wird, diese Herausforderungen zu meistern und die Gunst des Volkes zurückzugewinnen. Die letzten 6 Monate waren eine echte Bewährungsprobe für die skandinavischen Königshäuser, insbesondere für das dänische Königspaar. Öffentliche Zusammenstöße, misslungene Besuche und öffentliche Kritik haben eine Atmosphäre der Spannung und Unsicherheit geschaffen. Die Kritik von Transparency International, ein Arbeiterstreik auf den Färöer Inseln und die negative öffentliche Meinung über das erhöhte Budget der Königsfamilie stellen Frederik und Mary vor große Herausforderungen. Trotz politischer Unterstützung und höherer Gehälter sieht sich das Königspaar zunehmender Kritik und Unzufriedenheit seitens seiner Untertanen ausgesetzt. Unter den derzeitigen Umständen müssen sie nicht nur mit äußeren Herausforderungen fertig werden, sondern auch das Vertrauen ihrer Bürger zurückgewinnen.
Es wird sich zeigen, ob es Friedrich und Maria gelingen wird, diese Herausforderungen zu meistern und die Gunst des Volkes zurückzugewinnen.